Hallo und herzlich willkommen bei Aquadozo. Das ist der Stefan. Das ist der Nils. Und wir zeigen euch jetzt mal ein paar Sachen, sag ich mal, zum Bereich Troubleshooting, Fische neu eingesetzt. Was kann passieren? Welche Gefahren lauern jetzt, wenn die Fische neu in eurem Aquarium angekommen sind? Und wir haben vorab auch schon ein paar Videos gemacht, die verlinken wir euch hier oben. Und zwar, wir haben hier das Thema Fische transportieren und Fische eingewöhnen. Und jetzt geht es weiter, wie gesagt, mit Troubleshooting. Da ist was schiefgegangen vielleicht. Und wie kann man das verhindern? Ja, Stefan, was kann eigentlich schiefgehen beim Transportieren? Jetzt haben wir die Fische im Aquarium, die haben wir auch eigentlich eingewöhnt. Also eigentlich müsste alles passen, aber eigentlich. Eigentlich ist immer so ein dehnbarer Begriff. Also es kann sein, dass wir Ausfälle haben, einfach stressbedingt, Herzinfarkt zum Beispiel. Die einen Tiere sind stressresistenter, die anderen nicht. Man weiß es aber im Vorfeld nicht. Es kann sein, dass wir Krankheiten haben. Und es kann halt auch sein, dass es Kreuzverkeimung gibt. Ja. Aber auf die Thematik gehen wir jetzt Stück für Stück ein. Mhm. Und versuchen euch ein paar Tipps zu geben, wie ihr da wieder rauskommt, beziehungsweise die Fische. Häufigste Problematik, kann man sagen, ist tatsächlich beim Transport immer der Faktor Stress. Ja. Das ist einfach für den Fisch Stress. Es ist aber für uns Menschen auch Stress, wenn wir von A nach B fahren. Ich sag mal, eine Urlaubsreise ist immer im Gedächtnis recht romantisch meistens oder auch in Vorausschau, wie sie wird. Aber der Zeitpunkt des Losfahrens und des Ankommens oder Fliegens, Umsteigens, das ist alles Stress. Das geht uns genauso und eben auch den Fischen. Und deswegen will man das natürlich möglichst galant lösen. Die Fische in der Natur, muss man einfach sagen, haben zumindest in vielen, vielen Bereichen, wo wir mit Trockenzeit und Regenzeit leben, große Probleme überhaupt zu überleben. Ne? Also ganz, ganz viele Fische verenden dort von Natur aus und nur ein ganz kleiner Prozentsatz schafft es quasi dann in die Nachsaison, um dann den Fortbestand zu sichern. Klassisches Beispiel ist da ja auch der rote Neon. Genau, das ist auch der Grund, warum sich alle Tiere halt in der Natur in der großen Menge vermehren, weil leider halt auch viel stirbt. Genau. Die Tiere, die wiederum sich in geringen Mengen vermehren, sind meistens die Tiere, die deutlich robuster sind, die einfach nicht die Notwendigkeit haben, sich in dieser Masse zu vermehren zu müssen. Aber beim roten Neon, wenn wir den mal als Beispiel nehmen, ist es so, dass diese halt dort häufig wild gefangen werden in einer Magerphase, einer Phase, wo die Tiere sehr, sehr dünn sind, wo die also kurz vorm Verenden wären und die Saison quasi nicht mehr schaffen, weil der Bereich so trocken liegt und so knapp mit Futter versehen ist, dass da einfach der Lebensraum sich stark limitiert und auch das Futterangebot. Die werden dann entnommen, werden aufgepäppelt bis zu einem gewissen Grad, dass die also wieder widerstandsfähig sind und gehen dann in den Export. So kann man gewährleisten, dass viele, viele Tiere quasi durchkommen, die es sonst nicht geschafft hätten. Aber auch da ist es so, dass wenn die diese Quarantänestufen alles durchlaufen und beim Händler landen und final dann bei euch, oft ist es so, dass die Tiere eben noch nicht die Masse erreicht haben, wie sie es quasi im maximalen Zustand erreichen könnten. Das heißt, hier seid ihr jetzt am Drücker, ihr müsst dafür sorgen, dass die Tiere ordentlich im Futter stehen. Ja. Und beim Händler kann das oft nur sehr kurzfristig der Fall sein, weil einfach dann die Neons in diesem Beispiel vielleicht eine Woche oder zwei nur beim Händler sich befinden und versorgt werden. Und der restliche Part findet dann ja bei euch statt. Genau, deswegen ist halt zu Hause wichtig, dass man eine möglichst abwechslungsreiche Ernährung hat mit Trockenfutter, Frostfutter, Lehmfutter, dass man die verschiedenen Futtersorten halt auch mit Vitaminen anreichert, gerade in der Anfangsphase, wo ihr neue Fische kauft und dass man die Tiere dann auf das gewohnte Futterniveau bringt, wo man sie hinhaben möchte. Mhm. Wichtig auch da ist, es wird gerne auch ein Fisch überfüttert. Ein Fisch sollte, genau wie wir Menschen, auch nicht kugelrund sein. Nicht? Nee. Rank und schlank reicht aus. Also mein Sternzeichen ist Kugelfisch, ja. Deiner eher Aal, ja. Genau. Klein und wendig. Aber kurze Frage, Erbsenkugelfisch oder eher ein Leopardkugelfisch? Was meinst du? Definitiv Leopard. Genau, aber das ist ganz entscheidend, was du sagst mit dem Futterzustand, ne? Weil ja. Die Tiere müssen gut versorgt werden. Also nur der Griff zur Futterdose mit dem Trockenfutter reicht meistens nicht. Da muss noch ein bisschen mehr rein, damit die Tiere wieder ordentlich in Saft stehen. Ne? Ja, da auch auf hochwertige Futtersorten zurückgreifen und nicht auf preiswerte Sachen. Mhm. Macht sich letztendlich bezahlt und ist einfach nur im Sinne der Tiere. Und da ist natürlich auch ein Punkt, wenn ihr jetzt das falsche Futter füttern würdet, oder der Fisch auch gar nicht dran geht, weil nicht futterfest. Auch das kann ja ein Problem sein, was auftritt. Dann hat der Fisch wieder Stress und die Mangelernährung führt dann natürlich dazu, dass der Fisch das Immunsystem nicht richtig gut arbeitet und er wird besonders anfällig. Dann kommen alle Faktoren irgendwo zusammen. Futterfest ist ja auch wirklich ein häufiges Thema bei vielen Fischarten. Ne? Es gibt ja durchaus Arten, die nicht so einfach ans Futter gehen. Fällt dir da ein Beispiel ein, wo es ein bisschen kritischer ist? Klassische Beispiel ist quasi der Diskusfisch. Hm. Ist sehr mäglich, was das Futter angeht, dann macht es halt wirklich Sinn, dass man das Tier bei einem Züchter oder bei einem Händler kauft. Den fragt, hey, pass auf, mit welchem Futter füttert ihr die Tiere?
Und das Futter dann halt auch gerade in Anfangszeit zu Hause verwendet. Im Laufe der Zeit kann man das dann auf das gewohnte Futter, was ihr zu Hause verwendet, gerne umstellen. Aber am Anfang ist es halt entscheidend, dass die Tiere mit dem Futter gefüttert werden, was sie halt auch schon kennen und was sie auch fressen. Ja. Damit wir halt diese Problematik, die wir vorhin erwähnt haben, nicht haben. Das gleiche ist auch Fächergarnelen, Staubfutter, was die aufnehmen können, also mechanisch das überhaupt geht. Tiere, die Fleischköstler sind, auch mit Fleisch ernähren und nicht versuchen, die vegan zu ernähren, das funktioniert in dem Fall nicht. Fische, die besonders die Zugbewegung brauchen, die Bewegung des Futters, also es gibt manchmal Killifischarten, die gehen fast nur an Frost oder an Lehmfutter dran, das gibt es durchaus je nach Variante, dass man da auch darauf aufpasst, dass sie das bekommen. Wenn wir Menschen irgendwo hinreisen, wo Völker leben, die halt sehr zurückgezogen sind, die jahrelang für sich waren, dann bringen wir halt auch Krankheitserreger mit, die die nicht kennen, die für uns aber keine Probleme darstellen und die haben halt dann das Nachsehen, da bilden sich dann halt Krankheiten gegen die, die nicht resistent sind und die nicht kennen und dadurch ist halt deren Verlust auch sehr, sehr hoch. Und so ist es halt bei euren Tieren letztendlich auch. Je mehr Fische ihr in euer Aquarium einsetzt, also je mehr unterschiedliche Arten und im schlimmsten Falle auch noch von unterschiedlichen Händlern bzw. auch noch Kontinenten, Bezugsquellen gemischt werden, desto höher ist das Risiko, dass es irgendwann mal schief geht. Wenn wir empfindliche Arten einsetzen, haben wir das Risiko quasi immer, dass wir eine Kreuzverkeimung haben. Ein Beispiel sind da mittlerweile Zwergwarnfische oder Guppies, die halt aufgrund ihrer Zuchtform vom Immunsystem her instabil sind, wo es verschiedene Zuchtländer gibt, Asien und Israel zum Beispiel, dann bei den Lebendgebärenden. Und wenn man diese beiden Stämme quasi mischt, ist es eigentlich vorprogrammiert, dass einer der beiden Stämme das Nachsehen hat. Und darauf solltet ihr unbedingt achten. Also gerade bei Lebendgebärenden, die immer bei einem Händler kaufen und da jetzt nicht die Fischbouillabaisse rausmachen, sondern ein, zwei Farben euch aussuchen, die ihr problemlos zusammensetzen könnt, dann habt ihr auch keinen Ärger. Sollte der Bestand irgendwann im Laufe der Zeit mal schrumpfen, lieber warten, bis er komplett ausgefallen ist und dann einen neuen Bestand reinbringen, dann habt ihr das Risiko auch minimiert. Komplett hundertprozentig vorschützen kann man sich leider nicht. Beim Thema Kreuzverkeimung und Co. und generell natürlich auch Fischkrankheiten ist ein ganz, ganz wichtiger Part, dem der Händler natürlich zufällt. Vorgelagert natürlich auch der Großhändler, der eine Quarantäne durchführt, der die Fische beobachtet und dann erst freigibt. Aber der Händler eben auch. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, und das ist bei uns ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben alle Aquarien in unserer Anlage einzeln gefiltert. Kein Aquarium ist miteinander verbunden. Jedes Aquarium besitzt eine einzelne Filterung. Und wir benutzen für jedes Aquarium, für jeden Fangvorgang immer exakt ein Becher, ein Kescher oder zwei, wenn wir es benötigen. Ein einziges Mal. Es ist wie beim Zahnarzt und Co. Nach der Benutzung für den Fangvorgang wird Becher, Kescher, wird dieses Utensil wird quasi zur Seite gelegt in eine Box. In dieser Box, die wird gesammelt und geht dann in die Desinfektion. Das zeigen wir euch jetzt mal hier in ein paar Bildern, wie wir das genau machen. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil damit verhindern wir, dass sich Parasiten und Krankheiten von A nach B übertragen. Denn wie gesagt, selbst das gesunde Tier kann Träger sein. Und auch wir können natürlich vor der Kreuzverkeimung uns nicht wappnen. Das heißt, auch uns kann es treffen und wir verhindern so eben diesen Übertragungsweg. Wie macht ihr das im Regelfall? Ihr geht in ein Geschäft, ihr sagt, ich möchte folgende Art haben aus dem Aquarium, ich möchte aus dem Aquarium eine Art haben, aus dem, ihr habt eine Mischung halt, fünf Stück. Das heißt, in dem Fall durchbricht ihr quasi die Kette. Das, was wir bewusst trennen, einfach aus Sicherheitsgründen, durchbricht ihr bewusst, um daraus ein Gesellschaftsbecken, einen Besatz zu kreieren. Und das ist der Moment, wo eben die Kreuzverkeimung entstehen kann. Da könnt ihr im Prinzip nicht zu, wir auch nicht, aber man provoziert es quasi natürlich ein Stück weit bewusst. In der Natur, wo die Fische zusammenschwimmen und ihre Keime und Co. natürlich kennen, ist das nicht so ein Problem. Aber auch natürlich ist natürlich die Fläche eine ganz andere. Also das ist einfach ein Thema für sich. Neben diesen ganzen Krankheitsgeschichten und Co. gibt es natürlich auch, sag mal, Krankheiten, die generell auftreten können. Also die einfach willkürlich aufpoppen durch den Neubesatz, durch diesen Stressfaktor. Genau, ähnlich wie bei Erkältung ist es halt, sobald das Immunsystem geschwächt ist, was auch durch Stress auch schon der Fall sein kann, brechen halt Krankheiten aus. Die klassischen Sachen sind da Ichthyo und die Samtkrankheit. Deswegen ist es halt auch da entscheidend, die Medikamente immer zu Hause zu haben, weil wenn die Sachen ausbrechen, sollte man schnellstmöglich dagegen behandeln. Ja. Solltet ihr euch nicht ganz sicher sein, ob der Fisch jetzt krank ist oder nicht, oder wenn er krank ist, welche Krankheit es hat, immer mit einem Foto vorbeikommen oder eben uns ein Foto per E-Mail schicken. Genau, oder ein Tierarzt natürlich, kann man auch informieren und fragen. Definitiv. Wobei da immer das Problem ist, einen zu finden, der sich jetzt speziell mit Fisch auskennt. Aber lieber nachfragen, wie gesagt, und visuell zeigen, wo könnte ein Problem sein und dann rechtzeitig handeln. Ne? Genau, es macht halt keinen Sinn, Tiere zu behandeln, wo ich nicht weiß, was es genau ist. Durch ein falsches Medikament mache ich mehr Probleme als alles andere.
Genau, dieses Ichthyo, was der Stefan gerade sagte, also diese Pünktchenkrankheit, ist bei vielen, vielen Tieren heutzutage latent vorhanden. Also es ist einfach da, es ist aber inaktiv. Es passiert genau. quasi erstmal nichts und es wird dann quasi zum Problem im Aquarium unter bestimmten Gegebenheiten. So schnell wie es kommt, so schnell kann das auch gelöst werden. Zeit ist hier ein ganz entscheidender Faktor. Aber auch ein Thema ist zum Beispiel Parasiten, Kiemparasiten, Hautparasiten, also die auf dem Tier haften. Dampflagellaten. Genau. Also wir haben so viele Tiere schon auch mikroskopiert, Abstriche gemacht, geguckt. Man findet immer irgendetwas auf ein Tier. So ein Tier ist ja auch kein steriler Gegenstand, wo man sagen kann, okay, das geht einmal durch ein Chlorbad und danach ist es so sauber wie das OP-Besteck. Das ist ja Utopie, das sind wir ja auch nicht. Das muss man sich einfach im Klaren sein. Entscheidend ist einfach nur, dass die Balance stimmen muss. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann kann es zum Problem werden und man muss handeln. Das macht für uns und auch für euch auch keinen Sinn, quasi die Fische steril zu halten. Nee. Weil wenn wir die steril halten und ihr setzt sie in euer Becken, wo die Keimlast dann höher ist, dann habt ihr auf jeden Fall Probleme. Ja. Dadurch, dass wir die Tiere bei uns in der Anlage zum Beispiel nicht steril haben, dass wir halt kein UV haben, kein Ozon, weil wir die Einzelfilterung haben, dann brauchen wir es nicht, habt ihr halt im Endeffekt weniger Probleme zu Hause, als wenn wir das machen würden. Genau, weil natürlich die Fische in einer, ich sag mal, einem Wasser schwimmen, wo eine bestimmte Grundkeimmenge ist und das Immunsystem immer leicht im Training bleibt. Ja. Ja, also wie wenn wir den ganzen Tag zu Hause sitzen, nie die Wohnung verlassen, unser Immunsystem quasi nicht gefordert wird, dann bildet sich es auf ein Minimum zurück und sind nicht so widerstandsfähig. Und das ist eben bei den Fischen bei uns immer wirklich ein Punkt, wo wir sehr darauf achten. Aber das machen auch viele andere Händler so. Aber einfach vielleicht mal den Fachhändler fragen, wie macht er es? Entscheidend ist aber auch, dass wenn man zum Beispiel eine CO2-Anlage hat und mit höheren CO2-Werten arbeitet, dass man ruhig 24 Stunden vorher die CO2-Anlage ausmacht, weil die Tiere beim Händler halt in der Regel in der Verkaufsanlage kein CO2 kennen und es dazu Probleme kommen kann, wenn die halt in CO2-reiches Wasser gesetzt werden. Damit wir das nicht haben, machen wir die CO2-Anlage vorher mal aus, lassen die Tiere ganz in Ruhe angewöhnen, haben da auch weniger Stress und danach können wir dann problemlos die CO2-Anlage wieder anmachen. Auch grundsätzlich einfach die Sauerstoffversorgung sollte stimmen. Es gibt natürlich Tiere, die wenig Sauerstoff brauchen, andere, die mehr brauchen, aber es kann nicht schaden, einfach zu viel zu haben. Ihr könnt einen Oxidator verwenden, ihr könnt zeitweise kurzfristig mit ein paar anderen Hilfsmitteln arbeiten, ein bisschen mehr plätschern lassen oder so den Filter. Einfach, dass man gewährleisten kann, dass hier genug Sauerstoffversorgung einfach parallel vorhanden ist. Was auch passieren kann, ist, dass ihr die Fische aus der Tüte nimmt und feststellt, dass die Flossen ein bisschen angegriffen sind. Ja, man hat also Flossenschäden, ne, vom Transport. Ist in der Regel immer der Fall, dass dann die Flossen so einen leichten, gräulichen oder weißlichen Belag haben. Das ist keine Flossenfäule, das ist einfach ein bakterienbedingter Flossenfraß. Tritt in den ersten Tagen auf, kommt quasi durch den Transport, geht aber innerhalb von den nächsten Tagen weg. Was da unterstützend hilft, sind halt zum Beispiel Seemandelbaumblätter, Erlenzapfen, dass man so ein bisschen auf die Beckenhygiene achtet. Wenn man das nämlich nicht macht, kann dann halt aus dieser kleinen Verletzung, die halt nicht schlimm ist für das Tier, direkt wieder eine Infektion werden. Und da müssen wir wieder mit Medikamenten ran und das wollen wir halt natürlich vermeiden. Genau, man kann viel mit natürlichen Mitteln machen, aber auch guter Wasseraufbereiter, getrennt von der Medikamentengabe, kann ein Stück weit helfen, weil der oft Kolloide enthält, die wiederum den Fisch quasi ein bisschen unterstützen und die Schleimhäute pflegen. Das ist einfach dann ein Selbstheilungsprozess, der sehr schnell geht. Das muss man so ein bisschen vergleichen, dass die meisten feineren Flossenbereiche so sind wie bei uns Menschen Haare oder Fingernägel, meistens keine Nervenbahnen drin, nachwachsend, das ist auch ganz wichtig. Also auch wenn man einen kleinen Flossenriss hat, das wächst einfach wieder nach, hat der Fisch kein großes Problem mit. Das ist also schon nicht so ein wirkliches Thema. Also da keine Panik haben, das funktioniert so von selber. Nur eben die Phase, er darf sich da in der Zwischenzeit nicht wirklich mit irgendwas Krassem infizieren, was ihn dann belastet. Genau, also der Selbstheilungsprozess von Fisch ist halt erstaunlich. Bei Piranhas zum Beispiel kann man wirklich ein ganzes 1 oder 2 Euro großes Stück von dem Fisch dann rausbeißen, als aus Piranha-Sicht. Ich mach's nicht. Ich habe zwar immer Hunger, aber Piranha beißt, mache ich nicht. Nee. Irgendwo muss es gut sein. Okay. Aber wenn ich es machen würde, ich würde dem Piranha ein Stück rausbeißen, dann genau. Hält er sich von selber. Dann hält er sich quasi in sehr, sehr erstaunlicher Zeit, also es dauert nur wenige Wochen, dann ist es quasi wieder verheilt, vorausgesetzt die Aquarienhygiene passt. Stimmt genau. Die Hygiene nicht, wird aus der Verletzung eine entzündete Wunde und das ist dann letztendlich auch tödlich für das Tier. Genau, weil wieder adaptiert zur Gegend, wo er sonst herkommt, große Flächen, große Verdünnung, Keime, ja, aber in einer bestimmten geringen Anzahl. Aquarium, je nachdem wie ihr es habt, hohe Keimdichte. Deswegen ist übrigens auch ein Wasserwechsel, by the way, recht wichtig, weil man die Keimdichte mit jedem Wasserwechsel entscheidend senkt. Egal wie gut eure Wasserwerte sind, egal was eure Testköfferchen sagen, ihr werdet in der Regel keine Keimdichte messen. Und ich meine jetzt nicht die nützlichen Keime, sondern in dem Fall tatsächlich die das Wasser eher belasten. Und die könnt ihr eben senken über den Wasserwechsel. Ihr verdünnt einfach die Keimdichte. Den Wasserwechsel bitte vorher machen, nicht nachher, sonst haben die Tiere doppelten Stress. Und das ist dann wieder negativ, kann halt wieder Krankheiten auslösen.
Deswegen ruhig erst den normalen Wasserwechsel machen, ja, auch nicht übermäßig viel, und danach neue Fische kaufen. Ganz genau. Dann ist natürlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, die Fische müssen kompatibel sein, die müssen passen. Also Revierverhalten, Artverhalten, das muss alles hinkommen. Das heißt, ihr müsst euch vorab genau informieren natürlich, dass die Fische auch zusammen harmonisieren werden. Und das kann natürlich in Einzelfällen trotz Vorabklären nochmal sein, dass es dann doch mal ein bisschen Beef gibt in der Anfangsphase, weil Fische sich vielleicht aneinander gewöhnen müssen, weil ein Revier neu gelegt wird. Aber das muss man ein bisschen im Blick haben, weil natürlich das auch Stressfaktoren sind. Ne? Wenn ihr zwei Zwergbundbarsche habt auf zu geringem Raum und die Männchen sich den ganzen Tag hier behagen, dann wird zwangsläufig der Unterlegene das Nachsehen haben und im allerschlechtesten Fall nicht nur versterben, sondern er wird vorher noch krank. Und das Krankwerden ist dann ein aktiver Status, der dann eben auch noch weitere Folgen nach sich ziehen könnte. Ja. Genau. Deswegen ist es nicht verkehrt, wenn man halt zu dem normalen Aquarium halt noch ein Quarantänebecken hat, dass wenn zwei Fische sich nicht verstehen sollten, dass man halt einen von beiden dann separieren kann, dass man halt eine Notlösung hat, also einen Plan B. Kann auch im schlimmsten Falle ein Abgleichkasten sein, für ein paar Stunden ist es auch kein Thema, bis man dann halt eine Lösung gefunden hat. Weil es macht halt keinen Sinn, wenn man zwei aggressive Tiere im Becken hat und der eine sucht den anderen, dass man den dann langfristig drin lässt, bis die Natur das regelt. Das ist halt nicht im Sinne des Tieres und ist auch hoffentlich nicht in eurem Sinne. Genau. Hiermit schließen wir unsere Trilogie ab und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, euer Team vom Aquarium Zoo. Ciao.